bin das erste Mal bei der LSZ dabei und ich hatte heute die große Ehre, bei der Podiumsdiskussion dabei sein zu dürfen und zum Thema ChatGPT zu reden. Und ich finde den Austausch und auch die Diskussion selber sehr, sehr interessant, sehr viele unterschiedliche Hintergründe, natürlich sehr viele Techniker, und ich freue mich da als Juristin doch einen Beitrag leisten zu können und bin schon gespannt auf den weiteren Tag. Hallo, ich bin der Volker Kurzog. Ich trage heute Nachmittag auf der LSZ Security Konferenz zum Thema Hybrid Warfare vor und gebe den zahlreichen Gästen einen Einblick in den russisch-ukrainischen Cyberkrieg. Es ist eine fantastische Veranstaltung hier im wunderschönen Österreich und ich freue mich, dass ich als Deutscher hier einmal den österreichischen Kollegen Gelegenheit geben kann, wie Cyber Security aus deutscher Sicht funktioniert und wie wir uns tatsächlich thematisch aufstellen, gerade in dem bestehenden Russland-Ukraine-Konflikt. Ja, als Sicherheitsverantwortlicher von einer kritischen Infrastruktur im Energiebereich bin ich sehr gerne bei dieser Veranstaltung immer wieder dabei und bei den Kongressen, und das schon seit sehr vielen Jahren, nicht nur in Löppersdorf, auch schon, wie es noch auf anderen Locations war. Und ich finde, dass gerade dieses Format sehr interessant ist, mit Top-Speakern, auch mit immer wieder Roundtables, wo gewisse sehr aktuelle Themen besprochen werden, wie wir heute auch über ChatGPT gesprochen haben, über die neue künstliche Intelligenz, die auch unterstützen kann, und auf Basis auch von unterschiedlichsten Workshops, wo man gewisse Thematiken anspricht, die aktuell sind, hat es ein sehr gutes Format und kann meines Erachtens das auch wirklich empfehlen, für andere, die was noch nie vor Ort dabei waren, dieses Format einmal zu besuchen. Ja, als CISO der FACC komme ich jedes Jahr wieder gerne hier nach Löppersdorf zum LSZ Security Kongress. Warum? Weil sie da die Creme de la Creme der Security-Experten trifft und über zwei Tage austauscht. Das genieße ich sehr. Einerseits die Möglichkeit, mit anderen Spezialisten zu netzwerken, aber auch der fachliche Austausch, den die Partner hier mit einbringen, das ist etwas, was ein Fixpunkt im Jahresplan ist, und das kann ich an jeden nur so empfehlen. In meinem Jahreskalender ist natürlich fürs Vernetzen der LSZ Security und Risk Management Kongress das Highlight. Seit 2012 habe ich die Ehre, diesen Kongress zu moderieren, und nutze eigentlich immer die Gelegenheit, hier Gleichgesinnte zu treffen, mich auszutauschen und die Netzwerke, die es schon gibt, noch zu vertiefen oder neue zu finden und einfach wieder Freunde und das Umfeld zu erweitern. Der Grund, warum ich mich jedes Jahr wieder freue auf diesen Event, ist Networking, Austausch mit anderen Experten, wunderbare Vorträge, Weltklasse-Workshops und das Ganze rundherum, die Art und Weise, wie das da organisiert ist, ist einfach eine einzige Wohlfühloase. Sophie Grill, Linz AG, freue mich sehr, heute hier zu sein am LSZ-Kongress in einer super Umgebung und genieße sehr, dass wir uns nach der Pandemiezeit wieder alle persönlich hier sehen und sich die Security-Branche vernetzen kann. Tolles Event, freue mich auf die kommende Zeit. Wir freuen uns heuer als SentinelOne als Premium-Partner in Löppersdorf beim Security-Kongress wieder dabei sein zu dürfen. Macht jedes Jahr wirklich sehr viel Freude, hier zu sein, mit den Leuten zu plaudern, zu sehen, wie sich die Projekte übers Jahr entwickelt haben, was sich im vergangenen Jahr getan hat, was sich heuer tun wird, wo es Interesse gibt oder Zusammenarbeit entstehen kann. Und LSZ-Kongress in Löppersdorf, jedes Jahr ein Genuss. Man trifft Leute, auf die man sich freut, hat sich etabliert als Klassentreffen der IT-Security, und wir freuen uns auf viele spannende Gespräche, auch heuer wieder. Also es ist großartig, wieder hier zu sein auf einem der LSZ-Events. Ich halte diese Events für besonders konstruktiv und fruchtbringend, denn man sieht eigentlich alle Player der Branche und kann interagieren mit ihnen und kann sowohl eigene Ideen einbringen als auch Ideen der anderen abfragen, und das ist jedes Mal ein großartiger Gedankenaustausch. Security und Risk Management. Security ist ein Hobby von mir schon seit 2004 oder sogar schon vorher, begleitet mich, und als Digitalisierer haben wir das große Schlagwort: keine Digitalisierung ohne Security. Und deswegen bin ich hier, gutes Netzwerk, gute Stimmung, sehr viele neue Themen, und es ist einfach ein toller Event. Das ist jetzt ein wenig überraschend, ein großartiger Event, weil gerade in Zeiten, wo Themen wie künstliche Intelligenz, vorrangig ChatGPT, Cyber Security Breaches,
ja, die Gesellschaft mit betreffen, ist es umso wichtiger, dass die Expertinnen und Experten sich vernetzen, sich austauschen und voneinander lernen können. Das gibt diesen Events größere Bedeutung, als man vielleicht auch manchmal als Außensteher, dass ich denke, man liest, hey, Security-Event, ah gut, das sind die Profis, die machen alles. Am Ende ist das, was wir dann zurück in die Gesellschaft bekommen. Wenn wir sichere Systeme verwenden, wenn wir sagen, okay, ich kann meinen PC, mein Handy einschalten und muss keine Angst haben, dass da irgendjemand drinnen sitzt, der mir Böses will. Und es sind halt die Menschen, die hier sind, deren täglich Brot es quasi ist, die Welt ein Stück sicherer zu machen und da auch vom Austausch untereinander zu lernen. Das heißt eigentlich mehr solche Events. Ja, hallo, mein Name ist Thomas Dubbings. Ich bin Geschäftsführer der Cybertrust Services GmbH und ich bin seit mehr als 10 Jahren regelmäßiger Gast, Besucher und teilweise auch Beitragender bei der LSZ Security and Risk Management Konferenz. Die Konferenz ist gewissermaßen eine Art Fixpunkt in meinem Konferenzkalender jedes Jahr und das hat zwei Gründe. Das erste ist die Community und das zweite ist das Format. Community, warum? Ja, man trifft hier wirklich das Who is Who der österreichischen Cybersecurity Community, Kunden, Partner, Kollegen, teilweise alte Bekannte und Freunde und das macht es extrem wertvoll. Und zweitens, das Format finde ich sehr gelungen. Es ist eine Mischung aus Vorträgen, interaktiven Sessions, Workshops, Panel-Diskussionen und vor allem auch genügend Zeit zum Networking in den Abendveranstaltungen und dazwischen. Und ja, so gesehen bin ich ein großer Fan dieser Veranstaltung und freue mich eigentlich jedes Jahr aufs Neue herzukommen. Die LSZ-Veranstaltung ist wie jedes Jahr eine Veranstaltung, wo sich das Who is Who der Branche trifft. Zum Austausch, man kriegt wirklich mit, was gerade so passiert, aber auch, was so die einzelnen Menschen und Unternehmen auch derzeit aktuell bewegt. Also ich könnte mir eigentlich kein besseres Format für einen Austausch vorstellen, als das, was hier gerade so läuft.